heute zum weiteren Video aus der Reihe Mallorca erleben. Und heute sind wir auf der Rancho Respecto in der Inselmitte und zwar in der Gemeinde Poeres. Und was es mit der Rancho ihr so auf sich hat, das erzählt euch Monja und natürlich dieses Video. Wir sind hier auf dem Rancho Respecto und das ist ein Hof, in dem die Tiere eine Zuflucht finden, die ihr Leben lang gearbeitet haben und nicht mehr gewollt oder nicht mehr geliebt werden oder die einfach nicht mehr gebraucht werden. Ja, Dino kommt jetzt gleich ins Bild. Erzähl doch mal, woher kommt Dino? Dino ist ein Springpferd. Dino war ein Springpferd, ein Hannoveraner, 19 Jahre, kommt aus Deutschland, ist vor 4 Jahren auf die Insel gekommen, hat sich dann bei einem Sprung einen Sehnenriss zugeführt. Der wurde operiert, aber die Karriere als Springpferd war damit für ihn erledigt. Und für den Besitzer wahrscheinlich nutzlos in dem Moment. Ganz genau. Dann wurde er 1 Jahr lang als Kinderbehindertenreitschulpferd benutzt. Dort ist er ziemlich abgemagert, weil sein Ponykumpel hat ihm immer alles weggefressen. Und letztendlich stand er in einem Stall, 3 Monate lang nur im Stall, ohne Freigang. Und so kam er dann auch zu uns. Und jetzt kriegt er hier sein Gnadenbrot und darf unsere Kinder ja, wie man jetzt hier sieht. Ja, ist er nicht gerade der Agilste, also eigentlich richtig für Kinder. Genau, also er weiß schon, wenn er einen guten Reiter auf dem Rücken hat und wenn er Kinder auf dem Rücken hat, weiß er, dass er vorsichtig sein muss. Okay. Jetzt ist es ja nicht so, dass ihr die Tiere sammelt. Nein. Also ihr sucht natürlich immer wieder Paten, Unterstützer und nehmt natürlich im Notfall auch das ein oder andere Tier auf. An wen soll man sich denn da wenden? Also zum einen vor allen Dingen jetzt für die Hilfe, weil das ja ist ja schon ein Posten. Jetzt habt ihr wie viele Pferde hier stehen? 5. Ich sehe jetzt 5, ne? Ja, ist natürlich ein ganz schöner Posten an Mittel, die ihr aufwenden müsst. Ganz genau. Was ist denn dein Hintergrund? Wie kommst du dazu, jetzt sowas zu machen? Also an sich von klein auf an habe ich mit Tieren zu tun gehabt. Und mir liegen Tiere sehr am Herzen. Und viele Tiere werden wirklich als Nutztiere verwendet und sobald sie keinen Gebrauch mehr für das Tier finden, entsorgt. Ja, hast du dann irgendeinen Hintergrund? Du bist, glaube ich, Tierpflegerin, ne? Tierarzthelferin. Ja, Tierarzthelferin, genau. Okay. Und schon mein Opa hatte einen Bauernhof, wo Tiere untergekommen sind. Und ich bin von klein auf an mit Tieren aufgewachsen und habe eine enge Verbindung zum Tier. Mit was ist euch denn jetzt im Moment am besten geholfen? Wir brauchen Unterstützung in der Hinsicht, dass Leute auch vorbeikommen, mit den Tieren arbeiten, die Tiere pflegen, sich mit den Tieren beschäftigen, vor allem mit unseren Jungpferden, die gerne beschäftigt werden möchten. Man braucht finanzielle Unterstützung, um das ganze Projekt am Laufen zu halten. Denn so ein Pferd ist relativ teuer im Monat. Und Sachspenden, dadurch, dass wir auch einen Stand haben, einen Trödelstand haben und Sachen verkaufen, um Geld reinzukriegen, nehmen wir auch Sachspenden an. Ja, damit ist uns eigentlich schon gut geholfen. Ich würde von meiner Seite sagen, wir machen deine Kontaktdaten, tun wir bei uns auf Mallorca VC. Ja. Dann kann sich, wer möchte, bei dir melden. Und ansonsten noch viel Spaß hier ein bisschen beim Rumgucken. Vielen Dank.
Ich hätte eigentlich nicht gesagt, dass du mal hier hinten stehst. Ich muss mal hier hinten stehen.